Aber ich glaube, wir holen uns jetzt doch mal noch ein paar weitere Anleitungen. Eine Arznei und ein Stängel Ätherkraut. Zwei Schutzblumen. Ja gut, wenn man nicht genug Material für Tränke hat, dann ist das eigentlich gar nicht dann so verkehrt. Hyperheiler, nee. Ich meine, die Statuseffekte verschwinden ja auch so wieder, also finde ich nicht so doll. Honigköder kann man mitnehmen. Reisköder auch. Ja, den Rest finde ich nicht so doll. So, geben wir ihm seinen ekelhaften Muffin. Ja, noch eine Quest gab es hier jetzt auf der Karte gerade nicht. Da ist er. Ach so, ich soll ihm den geben. Na gut. Kara. Wärst du so nett, diesem Pokémon einen Jubelmuffin zu geben? Ich frage mich, ob, wenn wir jetzt tagsüber hier gelandet wären, ob das zu einem Cyana geworden wäre. Hier bitte. Tara. Diese Pausbäckchen, sie sehen ganz genauso aus wie bei meinem Evoli, aber Moment mal, bist du es etwa wirklich, Evoli? Tara! Evoli! Oh, wie ich dich vermisst habe! Du hast dich also einfach von selbst entwickelt? Stimmt, der Professor hatte erwähnt, dass Evoli sich auch ohne einen Stein entwickeln können. Ich hatte bereits Entwicklungssteine für Evoli besorgt, aber die benötige ich jetzt nicht mehr. Würde dir gerne einen überlassen. Welcher darf es denn sein? Toll. Ich glaube, von allen haben wir reichlich. Ich nehme den Wasserstein. Habe ich nach und nach von der Ginkgo-Gilde erstanden. Ja, super. Okay, noch irgendwas, was wir hier im Dorf machen können? Vermisstensuche im Sumpfland. Nachfrage nach mehr. Ach so, wir müssen ihm noch Bericht erstatten. Okay, und das ist auch das Letzte, was wir hier im Dorf gerade noch an Quests machen können. Der Heinz ist er hier, oder? Dank dir ist endlich neue Ware vom Produktionstrupp eingetroffen. Es tut mir leid, dass ich dich erneut in meine Angelegenheit verwickelt habe. Hoffentlich vertragen Tao Hua und ich uns bald wieder. Was ist eigentlich zwischen euch los? Wie auch immer, das hier ist alles gute Ware. Kauf doch was, bevor du gehst. Du hast nicht mal eine Belohnung, das ist ja... Das ist ja... Boah, ich finde keine Worte dafür. Ja gut, wir können jetzt Superbälle kaufen. Ja, damit wären wir durch. Okay, wir haben jetzt das da im zweiten Gebiet. Drei Sachen im zweiten Gebiet.
Ja, wäre natürlich sinnvoll, das erstmal abzugrasen und dann natürlich auch endlich die Fundsachen zu holen, ne? Ach Moment, ich habe ja noch den Köder dabei. Dann gebe ich als erstes den Köder weg. Beziehungsweise ich kann ihn ja auch lagern. Da ist ja zum Glück direkt ein Ding. Was denn? Umkehrbratling. Genau, das rote Sumpfland. Wo müssen wir hin? Da. Dann ist die Quest bald endlich weg. Schön. Oder gleich endlich weg. Oh, hast du Roselia etwa schon vollständig erforscht? Darf ich seinen Eintrag lesen? Wie bitte? Das zarte, anmutige Roselia soll in Wahrheit giftig sein? Unfassbar. Dank dir habe ich viel über Roselia gelernt. Ich bin zwar immer noch etwas schockiert, aber immerhin wurde mein Wissensdurst gestillt. Hier hast du eine Belohnung für deine Mühen. Gut. So, Nebulak. Und Reis. Reis, Reis, Baby. Der musste sein. Okay. Einmal gießen, bitte. Ach so, das ist beim anderen Dings. Dann gehen wir dahin. Zum anderen Dings. Genau. War hier hinten nicht auch noch einer, aber scheinbar haben wir dessen Quest schon erledigt. Sehr schön, Bammelin. Weiß halt nicht, ob man es ihm schenken muss. Damit wird es Mogelbaum im Nu wieder besser gehen. Wassermarsch! Wenn du meinst. Hey, ich will das sehen! Mogel? Mogel! Verdammte Mogel! Okay, ich verstehe. Er kann also keine Muggel leiden. Ja. Keine Gefangenen. Muggel. Könnte es etwa sein, dass du Wasser nicht besonders magst? Mur. Oje, da habe ich dir wohl ganz schön zugesetzt. Das tut mir wirklich leid, Mogelbaum. Mogel. Bei dir möchte ich mich auch entschuldigen. Ich wollte Mogelbaum bloß helfen, dabei kannte ich es einfach nicht gut genug. Bitte streng dich bei deiner Arbeit am Pokédex an, damit auch Leute wie ich Pokémon besser verstehen können. Nein, nein, keine Schwerbälle. Mann, jetzt müssen wir wieder welche loswerden und die Zasterbälle, Zentnerbälle haben wir auch noch. Oh, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Verdammte Schwerbälle. Ja, doch so und. Vermisstensuche. Ach, die Items sind weg. Jetzt, wo wir sie endlich holen können, sind die Items weg. Toll. Falscher Knopf. Kobalt, Küstenland, 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 Küstenland. Okay, viermal Küstenland.
Dann haben die Fundsachen jetzt doch kurz Priorität. Ja. Ja, geil, ne? Es ist einfach nichts passiert. Ey, was für Pokédex-Aufgaben denn? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe nur die Quests abgegeben. Ich frage mich, woher er seine komischen Daten immer. Nein, verdammt, ich wollte doch ins Dorf. Ich frage mich, wo er seine komischen Daten immer nimmt. Mal ernsthaft. Wir haben doch einfach gar nichts gemacht. Okay, holen wir uns als erstes das da. Obwohl, nee, das holen wir uns zum Schluss. Da können wir uns dann einfach importen. Ein Fähnchen. Ja, ursprünglich wollte ich. Oh. Gerade im Sumpfland. Die Aufnahme für heute erstmal beenden, aber dann habe ich die Fundsachen gefunden. Jetzt geh doch da hoch, Mann. Und Fundsachen wollen gefunden werden. Alles voller Heuhaufen hier. Boy. Liegt ja im Stroh. Mann, gibt es hier viel Zeug. War hier nicht auch noch irgendwie ein Baum oder sowas? Ne, war irgendwie so. Ups. Das da. So, mal gucken, das Teil haben wir. Dann das. Mit viel Glück finden wir auch noch ein Wartribi. Burme Dame, okay, ich bin noch viel zu weit weg, oder nicht? Nö. Dann wird erstmal ein Vogel gegrillt. Nein, nicht Silberhauch. Ganz böse. Alles nicht sehr effektiv. Was ist denn da los? Ja, ich denke, das hält's aus. Das ist 31. Ja. Tja. Versuchen wir es mit einem Schwerball. Sehr schön. Einer weniger. Gut, die Vitalknospe haben wir. Was ist das? Ich glaube nur ein Brocken, oder? Nur ein Brocken. Das auch. Oh, im Flug. Artillerie. Dich habe ich ja gar nicht gesehen.
Guten Tag. Ich habe gehört, ich soll dich fangen. Treffer. Cool. Haben wir einen Octillery gefangen? So, sind wir schon. Wir sind schon vorbei an den Fundsachen. Das ist ein Ernst, Kleinstein? Kommt da noch mehr dazu? Nee. Okay, da vorne also. Wurde bestimmt von den Kramurkes weggeballert. Da ist Holz. Da ist auch noch Holz. Blau. Gut, Marshawks Eintrag hatten wir, glaube ich, fertig, meine ich. Sternstaub, schön. Jetzt freut man sich umso mehr über den Sternstaub. Ja, so ist das. Ich glaube, mit Kleinstein sind wir bestimmt auch schon durch. Mal schauen. Okay, ja, gerade erst jetzt. Aber wir sollen es noch mit Pflanzentyp besiegen, okay. So, wir sind gleich oben. Dann kann es ja jetzt hier lang gehen. Geht das eigentlich? Hm. Schauen wir mal. Was denn? Achso, Parasekt, glaube ich. Hm, dafür müssten wir über das Gebirge rüber.